Die AfD vertritt rassistische Parolen, sie ist offen rassistisch, nationalistisch, sie verkörpert ein Frauen- und Familienbild aus den 50er Jahren, sie schreitet das Selbstbestimmungsrecht von Frauen ab, sie leugnet den Klimawandel und sie betreibt Geschichtsrevisionismus, indem sie die Nazizeit als Vogelschiss bezeichnet. Und das nehmen wir nicht hin. Dem geben wir hier. Als der Gewerkschafter in Hanau angegriffen wurde, wer gegen Minderheiten hetzt, wer über Andersdenkende so redet, ja, der bereitet den Boden für Hass und auch für Gewalt in dieser Gesellschaft. Und deshalb dürfen wir nicht zulassen, dass die AfD die Agenda bestimmt, dass sie die politischen Themen setzt. Weil es geht nicht nur darum, wie viele AfDler in welchen Parlamenten sitzen. Es geht auch um das gesellschaftliche Klima, das sie vergiften. Es geht darum, dass 700 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte und Flüchtlinge dieses Jahr wieder gemeldet wurden. Dass es eine Zunahme von Rechtsterrorismus gibt. Und die AfD ist die Partei, die natürlich auch den Boden für solche Hetze bereitet. Und deshalb ist es so wichtig, dem etwas entgegenzusetzen. Auch eine Solidarität mit den Opfern von rechter Gewalt, liebe Freunde.
Gesellschaft, und das habe ich Herr Rudolf gesagt, verlaufen zwischen oben und unten. Jeder Mensch könnte in dieser Gesellschaft in Würde leben. Lassen Sie uns nicht spalten anhand von Religionen, anhand von Herkunft, Hautfarbe, sexuelle Erziehung oder sonst was, sondern stehen wir gemeinsam auf und treten wir ein für eine solidarische, eine offene, eine tolerante Gesellschaft. Vielen Dank.